Was geht ab mit YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Wir haben den Unterkörpertag und es stehen Kniebeugen an. Nachdem letzte Woche ganz schön viele Probleme aufgetreten sind hinsichtlich meiner Hüfte und so weiter, was mich ja dazu geführt hat, dass ich mich dafür entschieden habe, die Split Squats rauszulassen, die Four Eccentric Squats, beziehungsweise ja alles an Variationsbewegungen der folgenden Woche, damit die Hüfte ein bisschen abheilen kann. Und das scheint sehr gut funktioniert zu haben. Die Hüfte fühlt sich deutlich frischer an. Ich habe gerade ein paar Warm-up-Sätze gemacht, habe immer noch einen kleinen Tweak, aber das sollte auf jeden Fall ausreichen, um jetzt durch die Sätze zu kommen. Unter der Voraussetzung, dass die Hüfte frisch bleibt unter den schweren Gewichten, sollten die sich auch nicht so schwer anfühlen wie befürchtet. Also wie auch bei den Deadlifts letztes Mal bin ich jetzt mit ein bisschen Bammel in die Einheit gegangen, aber das sollte auf jeden Fall durchgehen. Und dadurch, dass jetzt die Belastung, wenn die Hüfte frischer ist, dann auch nicht ganz so groß ist auf der Hüfte, sollte dann die anschließende Recovery über die Woche auch wieder besser verlaufen. Und da ich jetzt auch die Bulgarian Split Squats rauslasse. Auf jeden Fall jetzt bei den Warm-Ups habe ich mir auf jeden Fall wieder angewöhnt. Unter anderem, da ich mir nochmal zuletzt Videos von der letzten Insanity Prep angesehen habe, nochmal ein bisschen enger zu stehen. Was erstens dem restlichen Schmerz, der noch da ist, auf jeden Fall entgegenwirkt. Und dadurch, wenn die Hüfte auch frischer ist, habe ich auch weniger Probleme, Tiefe zu erreichen, wenn ich enger stehe. Und insofern sieht das schon mal alles ganz gut aus. Und jetzt genug gelabert, wir haben einen Single mit 188 Kilogramm. Das ist auf jeden Fall das schwerste Gewicht jetzt seit mehreren Monaten, das ich beugen werde. Ich hoffe, das geht durch. Dann haben wir einen Triple mit 180, glaube ich, irgendwie so, werden wir sehen. Und dann noch weitere drei Triples mit 176 Kilo, also die 176, die ich letztes Mal im Top Triple nicht gemacht habe. Let's go! Das war jetzt kraftüberraschend, muss ich sagen, weil der letzte Warm-Up-Single mit 175 davor hat nochmal ordentlich in den Tensor reingefetzt. Also auf jeden Fall noch so, dass es ging. Und jetzt, keine Ahnung, war ich irgendwie so ready. Also das Gewicht auch im vorherigen Single hat sich auch nicht schwer angefühlt. Also ich merke, dass ich muskulär auf jeden Fall ready bin. Aber ja, dass jetzt alles weitere von der Hüftfrische abhängig ist. Und jetzt war ich sehr überrascht, wie gut es sich angefühlt hat. Auf jeden Fall sieht man an der Stelle sehr gut, wie wichtig es sein kann, im richtigen Moment im Training eine Pause einzulegen und den Strukturen an sich auch eine Pause zu gönnen, was wiederum sehr gute Auswirkungen auf das haben kann, was ihr am Ende umsetzen wollt. Gut, nur weil der sich jetzt gut angefühlt hat, heißt das noch lange nicht, dass die anderen sich auch gut anfühlen werden. Aber das gibt mir jetzt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, Hüfte macht mit, ich gehe jetzt auch durch die weiteren Belastungen durch, das heißt, wir machen jetzt den Triple mit 180 und gucken dann Stück für Stück, wie es weitergeht, weil ich hatte mir vorgehalten zu sagen, okay, den Single kriege ich bestimmt umgesetzt, selbst wenn ich wieder Schmerzen habe und dann kann ich mich halt entscheiden, mache ich einfach nicht so viel wie vorgegeben, aber habe trotzdem eine gewisse Belastung, damit ich weiterhin stark bleibe oder einen Ticken stärker werde für den Wettkampf. Aber gut, so soll es natürlich sein, bin ich sehr froh drüber. Mal sehen, wie jetzt die nächsten Sätze werden und dann geht's weiter. So, nachdem wir eben keinen Autofokus hatten, jetzt haben wir glaube ich, hoffentlich Autofokus. Gut. Okay, so langsam meldet sich die Hüfte, wird aber noch definitiv durchgehen für die 176, für die Triples. Problem ist gerade eher, dass dadurch, dass ich jetzt auch um den Schmerz ein bisschen zu kompensieren, bewusst versucht habe, ein bisschen aufrechter zu bleiben, also ein bisschen mehr über die Kniebeugung zu arbeiten. Und da merke ich gerade, dass ich das nicht so gewohnt bin, am untersten Punkt wirklich die Quad-Spannung zu halten. Und ich merke, dass die Knie so ein bisschen nach vorne driften, obwohl ich sie da normalerweise halten würde an diesem Punkt, um mich dann abzusetzen. Ist also gerade nicht so normal, deswegen nicht so optimal. Deswegen schießt der Hintern auch noch ein bisschen raus.
Aber für die Bedingungen bin ich echt zufrieden und bin froh, dass die Hüfte so weit mitmacht. Vielleicht baue ich im GK-Tag doch nochmal Front Squats ein, einfach um nochmal bewusst an der daran zu arbeiten, die Quads ein bisschen besser beladen zu können. Und dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass wenn wir aus dem Deload kommen, möglichst frisch sind, dann werde ich auch erst die SPD-Sleeves hinzutun, wie die mir dann sowieso diesen untersten Punkt innerhalb der Bewegung erleichtern werden. Ist also ein bisschen Cheaten, aber ist kein Problem. Weil jetzt geht es ja primär jetzt einfach nur darum, einigermaßen was auf dem Insanity abliefern zu können, wo wir auch zu meinen Zielen kommen, die ich, wie ich sagen muss, extrem niedrig angesetzt sind. Meine letzte Erfahrung, was meine Ziele angeht, war ja mit dem Bamble, dass ich mir ein plus 650er Total vorgenommen hatte, was auch echt gut aussah. Ich habe direkt im Training nach dem Insanity 190 effektiv für 10 Reps gebeugt. Okay, effektiv, weil es waren RPE 5 oder so, also ich hatte 5 auf dem Plan stehen zum Wiedereinstieg nach dem Wettkampf. Und die waren halt so unfassbar leicht, dass 10 definitiv gegangen wären. Ist jetzt hätte, wäre, wenn, aber auf jeden Fall war ich dementsprechend gut vorbereitet. Und das übrigens in normalen Sleeves, nicht SPDs. Auf jeden Fall hatte ich dementsprechend sehr hohe Erwartungen für den Bamble, die ja dann durch meine Angststörung, die an dem Punkt eingesetzt hat, ausgebremst wurden. Ihr kennt die Story mittlerweile, dass ich dann im Grunde genommen für mehrere Monate... Ja, also ich bin schon trainieren gegangen, aber es war enorm ineffektives Training. Teilweise bin ich auch gar nicht gegangen und ich bin gleichzeitig fetter geworden, was dazu geführt hat, dass ich mich halt dafür entschieden habe, erstmal die Diät hinter mich zu bringen. Und jetzt sind wir eigentlich an einem ganz guten Ausgangspunkt. Der Deadlift ist so stark wie noch nie. Die Bench sieht auch gut aus. Squat kriegen wir jetzt zumindest so hin, dass ich sagen würde, dass ich mir jetzt 200 auf dem Wettkampf vornehmen kann. Und wenn es trotzdem aus irgendeinem Grund besser laufen sollte als gedacht, dann nehme ich auch gerne mehr als 200. Vielleicht kann ich ja nochmal die 220 matchen und dafür auf der Bank und im Deadlift besser performen. Das wäre auf jeden Fall cool. Werden wir sehen. So oder so, aber da meine letzte Erfahrung mit Zielen setzen darin geendet ist, dass ich gar nicht am Wettkampf teilgenommen habe, gehe ich auf jeden Fall sehr low-key jetzt an den Insanity ran und freue mich ehrlich gesagt einfach nur, wenn ich teilnehmen kann. Also ich freue mich einfach auf das Event, ich freue mich darauf, euch zu sehen, euch einen geilen Wettkampf zu haben. Und es wird sicherlich noch geiler als das letzte Jahr. Und letztes Jahr war schon richtig geil. Darauf freue ich mich. Also ich möchte einfach gesund antreten können. Das soweit zu meinen Zielen. Jetzt machen wir noch die letzten Triples. Dann gibt es Trapbar, Lifts, ein paar Assistant Movements. Und dann jumpen wir in den letzten GK-Tag. YouTube Russell. So ist es. Darf ich jetzt mal einen Satz sagen? Macht euer Mobility, ich fühle mich beobachtet. So, deutlich besser ab der zweiten Rap. Da habe ich es geschafft, die Spannung und die Quads deutlich besser herzustellen. Und ja, konnte mich schön reinsetzen. Tiefe sollte diesmal auch gut gewesen sein, war bei den ersten Raps nicht ganz so dolle. Ja, sehr nice. Die letzten beiden Sätze sparen wir uns, weil die werden definitiv gehen. Das hat sich sehr leicht angefühlt. Ich bin sehr zufrieden. Yeah.
Wir befinden uns im GK-Tag heute Vormittag. Wir haben jetzt 12 Uhr. Habe ich mich ganz schön banged up gefühlt von den Kniebeugen. Aber jetzt, nachdem ich mein Every Workout von More Nutrition getrunken habe, den Booster, fühle ich mich deutlich besser, muss ich sagen. Ich mache ja nicht so oft More Nutrition Werbung hier auf dem Kanal, kann ich jetzt an dieser Stelle aber definitiv nochmal tun. Also für all diejenigen, die es noch nicht wissen, mit dem Code LIFTYOUP10 könnt ihr bei More Nutrition 10% sparen und könnt mich damit gleichzeitig unterstützen. Alle weiteren Infos dazu in der Beschreibung. Jetzt auf jeden Fall gehen wir gleich zu den Front Squats. Die wollte ich ja nochmal machen, um nochmal daran zu arbeiten, etwas konzentrierter Spannung auf die Quads bringen zu können, was mir dann auch nochmal im Lower Squat helfen sollte. Und generell, obwohl ich mich jetzt eigentlich recht gut fühle, auch von der Hüfte her, ich habe jetzt ein paar Mobility-Sachen gemacht. Nein, also ich habe mich einfach ein bisschen dynamisch aufgewärmt oder Mobility, wie ich es in einem der letzten Videos erklärt habe, so angewandt, wie ich es für sinnvoll halte. Kurz vor einer jeweiligen Bewegung im Training spezifisch und auch nur für 1, 2, 3 Minuten. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall ganz gut vorbereitet und deswegen werden wir einfach mal gucken, was im Front Squat so geht. Also ich werde jetzt keine 1RMs versuchen oder so, aber ich habe zum Beispiel noch nie 120 für Triples oder so bewegt. Da werde ich mich jetzt, glaube ich, mal ranarbeiten. A few moments later. Witzig, ich bin gar nicht so scheiße in Front Squats, wie ich dachte. Aber ich denke mal, die Bulgarian Split Squats die Wochen zuvor haben mich da auch ganz gut drauf vorbereitet. Ja, jetzt machen wir noch 2 Triples. Da geht auf jeden Fall noch mehr, aber wir werden es auf jeden Fall dabei belassen, weil ich merke schon, dass die Bewegung doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und neue Bewegungen bedeuten auch immer gute Muskelschäden in der Regel, wenn man sie relativ früh hoch belastet. Deswegen bleiben wir auf jeden Fall jetzt noch bei 2 Triples. Dann geht es zum Bankdrücken. Da stehen 135 Kilogramm an. Auf jeden Fall werde ich die Front Squats im nächsten Durchlauf mit dem Goku wahrscheinlich eher bevorzugen über die Pin Squats. Einfach weil es für mich ein bisschen mehr Sinn macht, wenn ich schon dreimal die Woche Kniebeugen mache, dass ich zumindest an einem Tag eine Bewegung habe, die eher Quad belastend ist und eben halt auch insgesamt nicht so hoch belastend. Das gehört auf jeden Fall zu den Dingen, die man bei der Ausführung des Gokus beachten muss. Also dass man darauf achtet, für sich selbst individuell als Lifter, okay, wo habe ich meine Stärken, meine Schwächen, wo werde ich tendenziell am ehesten Ermüdung erfahren. Zum Beispiel in meinem Fall ist es dann doch eher die Hüfte bei dreimal die Woche Back Squat. Wobei die Pin Squats eigentlich auch besonders während der Basic Phase unproblematisch waren. Jetzt während der Transition Phase habe ich sie schon ein bisschen eher gemerkt, aber ich war halt eben auch vorbelastet durch die Athletikreihe und das Defizit und so weiter. Insofern werde ich im nächsten Durchlauf des Gokus, wenn dann alles nochmal unter perfekten Bedingungen stattfindet, nochmal die letzten Anpassungen wahrscheinlich machen, weil ich entwickle den Plan ja sozusagen mit euch auch zusammen. Also für diejenigen, die den Plan gekauft haben, die können mir Feedback geben und so weiter. Und deswegen kostet der Plan ja auch nur lächerliche 10 Euro. Dazu auf jeden Fall alles Weitere in der Beschreibung, wenn du Lust hast, dir den Plan zu besorgen. Okay, let's get it.
smooth. Die Bench war genau richtig, beziehungsweise war jetzt schon ein bisschen fordernder, aber genau so fordernd, wie sie an diesem Punkt der Vorbereitung sein soll. Nächste Woche wird es dann nochmal ein bisschen schwerer, Intensität geht hoch, aber dafür das Volumen etwas geringer. Insofern genau der richtige Sweet Spot von Forderungen, denn wir brauchen natürlich fordernde Sätze, damit der Körper weiterhin Anpassungen generiert, die uns noch stärker machen. Insofern absolut perfekt. Aber an diesem Punkt muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass nächste Woche die absolut letzte Woche im Defizit sein wird. Und ich habe das Defizit sowieso von den Kalorien her schon ein bisschen nach oben hin angepasst. Danach muss aber definitiv Schluss sein, sonst kann sich einfach sehr random ein Plateau einstellen. Das möchte ich an diesem Punkt auf keinen Fall, eben weil die Bank so gut läuft. Und jetzt holen wir uns ein PR in der Overhead Press ab. 3x3 mit 83,5 Kilogramm. Auch hier läuft es wie geschmiert. Okay, ein bisschen leichter hätte die OHP sein können, aber ja, je höher das Gewicht wird, desto eher werden halt Technikfehler bestraft, was das Gewicht dann natürlich nochmal einen Ticken schwerer machen muss, nochmal einen Ticken schwerer macht. Und ich muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, an diesem Punkt die OHP wirklich im Verhältnis zu anderen Lüftern schon echt fast perfektioniert habe, aber ab einer gewissen Intensität, ja, wird man dann halt eben doch mal leichter bestraft. Der letzte Satz war jetzt auch gar nicht so schwer, wie er aussah. Ich habe nochmal versucht, ein bisschen mehr Kontrolle reinzubringen, weil der Satz davor ein bisschen unruhig war. Und der erste Satz war auf jeden Fall am besten. Aber nichtsdestotrotz, sowohl von der Intensität her und der Wiederholung her, ein PR, als auch vom Volumen her. Insofern, nice. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal. Wir zeigen noch ein bisschen von den Klimmzügen, 29 Kilogramm weighted. Genau, dann noch ein paar einhändige Landbeinpressers und dann war es das mit diesem Video. Insofern, hit that Like-Button. Schau auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Einerseits natürlich wegen More Nutrition, falls dir das neu ist, dass du mich damit unterstützen kannst. Und natürlich auch wegen dem Goku-Trainingsplan. Wenn du Bock hast auf den Plan, überweist mir 10 Euro. Du bekommst den Plan zugeschickt mit dem Readme und du bekommst kostenlose Add-ons über die Zeit. In diesem Sinne, hit that Like-Button. Ich habe schon gesagt, tu es nochmal. Drück auf den scheiß Like-Button. Share the shit, do whatever with it. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren, montieren. Peace! Yeah. Bitch hit me when I was on the way to this motherfucker. She's like, nigga. Meet me at the mall. I'm like, shit. Bitch, what you gonna buy me? You know what I'm saying, bitch? Kidding! Yeah. Fendi bubble coat, rockin' with the dope. Fendi bubble coat, rockin' with the dope. Fendi bubble coat, rockin' with the dope. Smoke it on the spot, they got your shit to go. Pull up in that Benz in your fist, boo. Car so clean, I make a bitch take off a shoe. Drippin' water, nothing monkey, yo, my juice. They be good brain, but that pussy do the fool. Bendy bubble coat, rockin' up the dope. All my smoke it on the spider, get they shit to go. I just left out Long Beach with 10 bricks, so fuckin' with them lords. I play with they fake just like Scott Frick, some up and then I fuck. I jumped off the porch and jumped straight on the blade. Smokers on that D-block, kept a nigga packed. Gucci on my runners, put that on the gang. I know some famous rappers snitching, I won't say no name. Fendi bubble coat, rockin' up the dope. Fendi bubble coat, rockin' up the dope. Fendi bubble coat, rockin' up the dope. Smoke it on the spot, they got your shit to go. Fuckin' hand palace with the palace on the mind. 15 grand a year on the table, bitch gon' line them up.